Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Low-Trends und News. Schnallt euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Gagas. Bereits seit einigen Wochen schneidet er in den höheren Rängen in Sachen Statistiken extrem stark ab. Seitdem er in Patch 14.2 noch einmal kleinere Buffs bekommen hatte und sein W nun auch auf Türmen funktioniert, ist er ein echtes Monster geworden, das man jedoch allerdings spielen können muss. Prinzipiell kann man ihn auf der Top, Jungle oder Mitte spielen, allerdings ist er auf der Toplane mit Abstand am stärksten. Gewisse Bruiser wie zum Beispiel Jax oder Darius nimmt er komplett hops. Über 54% Winrate hat er momentan in Emerald Plus und das scheinen die Leute mittlerweile zunehmend zu wissen, denn seine Bannrate steigt seit 2 Wochen konstant an. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Sollte League of Legends mehr als 5 Bans pro Team haben, ich meine mittlerweile hat League fast 170 Champions und von 3 auf 5 Bans ist man ja vor ziemlich exakt 7 Jahren gegangen, für mich daher ein klares Ja zu mehr als 5 Bans. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Kommen wir damit aber zu unserem Abfalleimer der Woche und das ist Maokai. Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr, sehr glücklich, dass er nun wesentlich schwächer ist. Denn dass dieser Champ so lange so dermaßen broken sein durfte, ist absolut unverschämt gewesen. Er hatte teils fast 60% Winrate und wurde dennoch jedes Mal nacheinander nur so ein kleines bisschen homöopathisch genervt, bis man in Patch 14.5 die richtige Nerfstelle ausgepackt hat. Wirklicher Abfall wird er vermutlich nicht sein. Wenn man aber überlegt, dass er bis vor kurzem noch fast 60% Winrate hatte, sind Werte unter 50% eine ziemliche Talfahrt. Alle Maokai-EP-User, die letzte Season Emerald waren und nun mit ihm kostenlos Mastertier hitten durften, ihr müsst jetzt stark sein. Damit aber zum Nope der Woche und das ist Blitzcrank. Seit Beginn der Season ist er vor allem in den unteren Rängen immer in den Top 5 der Most Banned Champions gewesen. Ironischerweise sind die unteren Ränge aber der Bereich, in dem seine Winrate ziemlich durchschnittlich ist. Über die letzten Wochen sank seine Winrate tatsächlich relativ eindeutig. Ich verstehe aber dennoch nicht, warum er jemals eine so hohe Bannrate hatte. Hassen Leute es einfach wirklich so sehr gegen ihn zu spielen? Ist er praktisch der Zed der Botlane? Verlieren wir jedoch keine weitere Zeit und machen einen großen Schritt zu unserem Broken Pick der Woche und das ist Karma. Ich glaube, niemand weiß so richtig, warum sie in Patch 14.5 nicht genervt wurde. Sie ist aber nun, da TF genervt wurde, maximale Free Elo. Sie hat eine kriminell hohe Winrate, Bunrate und Pickrate und das vor allem in den höheren Rängen. 3 bis 4 Mal Ult in einem Fight nutzen ist einfacher als jemals zuvor und mit Malignance hat sie einen kriminell starken Ein-Item-Power-Spike. Entscheidenderweise bauen viele auf ihr immer noch ziemlichen Schrott. Malignance, Cosmic Drive, gefolgt von Rabadons, sollte immer euer Standardbild sein. Schaut euch einfach mal diesen Clip an. Ein Ult Q und schon ist die Ult wieder ab. Absolut disgusting. Hätte sie den Q auf Aurelion Solo Nidalee getroffen, hätte sie in einem Teamfight 5-mal ulten können. In welchem Raum-Zeit-Kontinuum ist das bitte balanced? Damit sind wir schon an unserem nächsten Halt, dem Item der Woche, angekommen. Und das ist Crypt Bloom. Ich habe wirklich keinerlei Ahnung, warum dieses Item so lange praktisch niemand gebaut hat, obwohl es komplett OP ist. Sofern ihr nicht gegen mehrere Tanks spielt, ist Crypt Bloom praktisch immer besser als Voidsif. Klar, man verliert 10% Magic Pen und 10 AP, aber wirklich brauchen tut man diese Werte so gut wie nie. Stattdessen ist Crypt Bloom nun mal deutlich billiger, gibt ordentlich Ability Haste, was heutzutage ja in Items eine ziemliche Seltenheit geworden ist, und die Passive ist komplett beyond broken in Teamfights. Die Healing Nova hat 50% AP Ratio, ihr könnt damit also im Late Game easy 400er, 500er AOE Teamfight hier jetzt raushauen und die entscheiden, falls nun mal wesentlich mehr als 10 AP oder 10% Magic Band tun würden. Das spiegelt sich natürlich auch in der Item Winrate wieder. Crypt Bloom's Winrate ist mehr als 3% höher und mittlerweile scheint es bei den Leuten auch so ein bisschen angekommen zu sein, denn die Pickrate des Items hat sich seit letztem Patch verdreifacht. Damit wird es allerdings Zeit für unseren Fail der Woche und dort habe ich für euch dieses wunderbare doppelte Misplay aus dem Stream des feinsten britischen Gentleman aka Spearshot mitgebracht.
Talia, Talia, she's TPing. Hey, where are you heading? What the f- Auch heute lernt ihr wieder etwas dazu, denn wir springen direkt in unseren Trick der Woche. Ihr könnt mit der Rise Ult die Katus Ult dodgen. Alle G2-Fans werden sich mit Sicherheit erinnern, dass Wonder das Ganze dreimal in einem einzigen Spiel gegen Fnatic gemacht hat. Das Entscheidende ist jedoch, dass das Timing extrem simpel ist. Sobald ihr die Katus Ult seht, müsst ihr einfach euren Ult-Channel starten und schon habt ihr das Ganze gedodged. Bevor wir zu den neuesten Plänen von Riot kommen, es wird hier bei 1000 Abonnenten ein Giveaway geben, bei dem ihr euch richtig geile Skins sichern könnt. Wenn ihr es also noch nicht gemacht habt und statistisch betrachtet sind das fast 85% von euch, dann solltet ihr uns dringend abonnieren, damit ihr erstens das Giveaway nicht verpasst und zweitens alle weiteren Kluftkuriere als auch Rift Reports nicht mehr verpasst. Beantworten wir damit aber direkt die Frage, was macht eigentlich Riot? Dank der wunderbaren Welt des Data Mining wissen wir, was Riots Pläne für den Patch 14.6 sind. Die meisten Änderungen sind aus meiner Sicht nichts Großes, allerdings geht man einige Items relativ eindeutig an. Barney Cinder, Caulfield's Warhammer, Fiendish Codex und Serrated Dirk werden mehr als ordentlich genervt. Barney Cinder ist momentan als Item-Komponente extrem stark, vor allem bei Supportern, daher halbiert man dort das Bonus-HP-Scaling. Caulfield's Warhammer, das bereits jetzt mathematisch ziemlich ineffizient ist, verliert noch einmal 5 AD und Fiendish Codex geht einfach mal von 35 auf 25 AP runter. Serrated Dirk ist seit den Lethality Changes astrobroken und verliert daher nun endlich 3 Lethality. Wie immer können sich diese PBE Changes bis zum Release noch deutlich ändern. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.